Wir sind auf der Barbarossastraße und jetzt laufen wir hier gerade an so einem Haus vorbei. Ja, das haben wir auch gebaut. Und hier ist halt so ein Laden, der steht halt, also das Haus, das steht halt immer leer, das war halt mal ein Laden. Und da sind halt immer für kurze Zeit irgendwelche Leute drin, aber eigentlich ist da nie wirklich was. Und da hatten wir uns vorgestellt, dass da drin halt so ein Café sein könnte. Ja, da haben wir halt dann halt so ein Café gebaut. Pia hat uns ein paar Deko dazu gemacht und wir wollen halt ein schönes, geräumiges, also großes Café, wo es jetzt nicht so eng ist. Hier draußen ist das, soll quasi den Antripark darstellen. Ja. Genau, und auf der anderen Seite ist dann halt auch noch ein anderes Haus und ja. Genau, da ziehen jetzt gerade momentan Noch ein paar andere Leute ein, die mit auf dem Server spielen. ja, genau, und wir wollen quasi schöne, relativ große Wohnungen. Also die Wohnungen sind immer eine Etage groß. Genau. Ja. Dann hat man hier diese Wohnungen, die sind individuell nach Spieler eingerichtet. Ja. Ja. Und dann haben wir hier auch noch das Dach gemacht. Ja, Ja. und von dem Dach aus hat man auch eine schöne Aussicht auf die Den anderen, Antrag. auf die anderen Gebäude Ja, von den anderen Leuten. genau, und dasselbe haben wir dann quasi nochmal gemacht. Nur halt in einer anderen Farbe, damit es auch abwechslungsreich ist. Genau, aber vom Aufbau her ist es ist relativ das gleiche. ja, genau. Wir haben auch eine Überwachungskamera rangebaut, Damit es halt sicher damit für das die sicher ist. Leute ist, die da drin wohnen. Ja, genau. Und wir haben dann hier auch viele Bäume gemacht. Nicht nur, weil der andere Park ist, sondern auch, weil wir viel Natur wollen.